geht schon. Ja, ich bin sehr froh, dass der KZ-Verband Niederösterreich die Initiative ergriffen hat, dass man einmal nicht nur einen sehr kleinen Kreis von Personen, die eigentlich immer auf derartige Gedenkfahrten mitfahren, nach Gusen bringen, wo man ja normalerweise nicht so schnell hinkommt, weil es ist immer eigentlich Mauthausen das Ziel von solchen Fahrten, dass man eine solche Fahrt veranstaltet, generationsübergreifend, also sowohl sozusagen die alten Hasen wie ich und andere, als auch sehr junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein paar mittelalterliche auch noch, und dass man auf die Art und Weise doch verschiedene Interessen versuchen zu bündeln, wobei es natürlich immer darum geht, warum tun wir das eigentlich? Was ist der Sinn von Organisationen wie dem KZ-Verband? Das Wichtigste ist natürlich, diese entsetzlichen Ereignisse von damals im Gedächtnis zu halten, die Opfer, denn es ist jemand erst wirklich ganz tot, wenn man ihn vergisst, also dass man das Gedenken an die Opfer hochhält, aber auch immer verbindet mit der Frage, wieso war das damals möglich und wäre es heute wieder möglich? Es gibt diesen Spruch, es ist geschehen und daher kann es wieder geschehen, ist im Prinzip einmal richtig. Ich glaube, man kann die Frage auch anders stellen. Wieso konnte es geschehen? Nicht, weil es wenige Böse gab, sondern weil es sehr viele gab, die wegschauten, die sich nicht die Hände schmutzig machen wollten, die eigentlich gar nichts wissen wollten davon, was da passierte, und die dann hinterher was erstaunt waren, wenn die Befreiten und die Befreier ihnen die Frage gestellt haben, warum habt ihr das nicht verhindert, warum habt ihr nichts dagegen gemacht? Und ich glaube, das ist genau eine Lehre, die wir uns heute mitnehmen können, dass wir nicht wegschauen. Es gibt so viel, was passiert, was nicht passieren könnte, wenn eine Mehrheit der Menschen aufstehen würde und sagen würde, so nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was man von so einer Reise mitnehmen kann, egal ob man 18 oder 80 ist. So was wieder passieren könnte? Ja, hoffe natürlich nicht. Aber also die Geschichte wiederholt sich immer. Ich meine, gerade gibt es ja auch wieder einen Krieg. Und es gibt immer Leute, die so ein veraltetes Denken haben, glaube ich. Und leider lernen Menschen halt auch nicht aus der Geschichte. Wenn man halt nicht aufpasst, wenn man nicht aufpasst, glaube ich schon, dass es wieder passieren kann. Aber deswegen ist es ja auch, dass eben diese Gedenkstätte existieren und dass man das anschauen kann, eben dass es nicht passiert, hoffentlich. Wichtig, dass man sich erinnert, wie schön das eigentlich ist. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, vieles braucht Bildung über alles, was passiert ist und warum das auch passiert ist und dass es einfach nicht mehr passiert. Ja, einfach informieren, glaube ich. Und es geht auch viel darum, dass sehr viele konservative Leute, die immer noch dieses Glauben haben, dass die einfach auch nicht mehr die Möglichkeit hätten, ihre Meinung weiterzugeben über Erziehung oder so. Aber das ist halt schwer, dass man das verhindern kann. Niemals vergeben, niemals vergessen. 8 Kilometer Stollen gibt es, ne? 8000 Tote, das heißt pro Meter Tote. Das ist ja Wahnsinn, da greifst du am Kopf. Wobei man, jetzt bin ich morbide, mit der Zahl von 8000 Toten. Vielleicht da, im Stollen. Ja. Insgesamt waren es ja mehr. Bis in Gusen waren 31.000 oder 35.000. Weil insgesamt waren 70.000 eingesperrt. Mehr wie die Hälfte davon ist draufgekommen. Du fragst dich, was war das für Menschen? Ich glaube, dass viele Leute sich generell die Frage stellen, was bringt das jetzt, das zu wissen? Was bringt es da, sich die 8 Kilometer Schacht anzuschauen und so weiter und so fort? Das ist ja vergangen und so weiter und so fort. Aber was auch die Leiterin, finde ich, sehr deutlich nochmal gesagt hat und was ich auch schön finde, warum das Ganze relevant ist, ist zu merken, wie viel da passiert ist und was für schlimme Sachen da passiert ist, aber gleichzeitig zu berücksichtigen, wie viele Leute das auch einfach ignoriert haben oder nicht mitbekommen oder wie wir in den Zitaten auch gehört haben, dieses Schrecken vom Anfang mit der Zeit einfach zu geworden ist. Und dieser Prozess, den kann man heute genau noch so noch beobachten. Und dass wir aus dieser Vergangenheit lernen, dass wir jetzt darauf achten,
was in der Vergangenheit ignoriert wurde, dass wir das auf heute übertragen können und auch heute darauf achten, was heute ignoriert wird. Und was dann im Idealfall dazu führt, dass wir da für alle gemeinsam ein besseres Leben schaffen können. Ich glaube, es ist sehr leicht, die Leute zu verurteilen, die nahe von KZs gelebt haben und sie zu fragen, warum sie nichts gemacht haben. Aber ich glaube, dass wir uns ganz großen Ungerechtigkeiten in der Welt, von denen wir auch wissen, die gut dokumentiert sind, auch wegschauen. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen an der Nase nehmen und gegen das eintreten. Insofern glaube ich, dass es durchaus nochmal eine Gefahr ist, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad auch zumindest internationaler Ebene passiert. Glaubst du, es ist nur ein gewisser Menschenschlag, der solche Verbrechen begeht, oder kann das jeder machen? Ich meine, Menschenschlag ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass durch Erziehung, soziales Umfeld, sozialökonomische Bedingungen, aber auch generell viel mehr Menschen fähig sind zu Dingen, die sie nicht glauben würden, dass sie es tun würden. Willst du was sagen dazu? Der Mapuche war ein Gehäusebischof, der in Kursen eingesperrt war und eine Organisation aufgebaut hat, um Häftlingen zu helfen, Medikamente zu verteilen, die sie gebraucht haben, Leben zu retten. Das ist dann, ich glaube, 44 aufgedeckt worden und er ist dann 3 Tage lang verfolgt worden, bis er gestorben ist. Sie haben ihn, weil er ja Priester war, die Möglichkeit gegeben, er darf jetzt dem Jesus nacheifern und haben ihn vom Karfreitag bis zum Ostersonntag gefoltert, bis er dann endlich gestorben ist. Ne? Der Ober war ursprünglich Leiter des Blindeninstituts, des Katholischen, in Linz und hat dann, war eigentlich ein privilegierter Häftling. Da hat es ein paar Narrische gegeben, die unbedingt so deutsche Frühgeschichte da ausgraben wollten. Und der Pater Gruber, oder Papa Gruber, wie ihn die blinden Kinder genannt haben, ist regelmäßig von Busen nach Linz reingefahren und wieder zurückgekommen. Also die haben gewusst, der rennt nicht davon. Natürlich rennt er nicht davon, weil der hat ja diese Untergrundorganisation da gehabt. Und hat also aus den Bibliotheken Sachen besorgt für die SSler da, die da ihre Pseudoforschungen gemacht haben. Aber das, was entscheidend war, ist, dass natürlich, man sieht, auch ein privilegierter Häftling hat überhaupt keine Chance in dem Moment, wo die SS dahinter kommt. Der ist nicht auf unserer Seite. Und also er ist wirklich, es gibt viele bestialische Morde da in Busen, aber die Art, wie der Pater Gruber zu Tode gebracht worden ist, war wirklich nicht das Schrecklichste. Und deswegen hat man diesen Weg dann nach ihm benannt. Erklärung noch, warum die ganzen Bänke hier stehen und die Fahnen. Heute abends gibt es hier eine internationale Kundgebung. Und wir gehen jetzt hinein, dort wo die eigentliche Gedenkstätte ist, also die Überreste des Krematoriums. Das Erste, was die internationalen Häftlingsorganisationen gemacht haben, war, dass sie ein Dach über den Überresten des Krematoriums gebaut haben. Es ist nach wie vor so, dass das, obwohl es überdacht ist, das Krematorium oder die Überreste des Krematoriums im Freien steht. Und das ist für die Betonteile kein Problem, auch für die gemauerten, diese Ziegelteile. Aber es ist ja innen Krematorium sehr vieles aus Gusseisen und das korrodiert, also das rostet vor sich hin und man wird sich irgendwas überlegen müssen, wie man das bewahrt. Gut, gehst du voran und die machen Schluss. Warum stehen wir hier in St. Georgen an der Busen? Sie haben die Überreste der Konzentrationslager Busen unweit von hier gesehen. Die Alliierten haben 1943 in etwa beschlossen, dass sie große Rüstungsstätten, die oberirdisch sind, bombardieren. Einfach, um Rüstungsproduktion zu zerstören. Rüstungsproduktion ist natürlich für Alliierte, für britische, amerikanische Bomber genauso gefährlich gewesen. Das heißt, man hat sich entschieden, diese Stätten zu bombardieren.
Die Nationalsozialisten haben sich dann dazu entschlossen, unterirdisch Rüstungsproduktion zu verlagern. Unterirdisch hat natürlich den Vorteil, erstens, man sieht es nicht in Luftbilder von oben und es ist bombensicher unterirdisch. Das heißt, wenn bombardiert werden würde, könnte man unter Umständen noch Produktionsstätten sogar retten. Die Wahl ist auf St. Georgen an der Gusen auch gefallen, weil man die Konzentrationslager in Gusen schon hatte. Das heißt, viele KZ-Häftlinge waren Tausende im Konzentrationslager Gusen untergebracht und die konnte man für diese Arbeit hier heranziehen. Zum anderen haben Sie vielleicht die Zugstrecke auch schon gesehen. Die Reichsbahn, die heute Tschechien verbindet, auch mit Linz, und auch die konnte man nutzen zum Transport von Rüstungsgütern, Materialien, aber auch von Menschen. Und man ist hier mit Quarzsand konfrontiert. Quarzsand, vielleicht kennen Sie das, ist relativ gut abzubauen. Das heißt, man hat in kurzer Zeit relativ viel Stollen, 8 Kilometer Stollen in 15 Monaten in diesem Berg, der jetzt da vor uns ist, hineintreiben können. Alle diese Gründe haben dazu beigetragen, dass man heute dass man diese Stollenanlage Bergkristall hier in St. Georgen errichtet hat, dass wir heute hier stehen bei einem Bundgang. Das Areal, auf dem wir stehen, hat sich natürlich enorm verändert. Der Berg, der da jetzt ist, den sind Sie, glaube ich, von da gekommen, Sie haben ihn gesehen, hat eigentlich viel weiter nach vorne gereicht. Auch die Stollenanlage hätte hier noch Röhren nach vorne gehabt, in die Richtung, wo dieses lila Gebäude jetzt steht. Warum schaut das jetzt anders aus? Der Grund ist die Zeit nach 45. Nach 45 ist in dieser Region weiter Sand abgebaut worden, der Berg ist abgebaut worden und auch diese Stollen, die da nach vorne im Grund waren, sind abgetragen worden. Überreste findet man heute noch unter diesen Wiesengründen da im Grund drinnen. Man belässt es heute dort, weil es tatsächlich sicherer und geschützter ist im Grund drinnen, wie wenn man einfach diese Röhren freilegen würde, beziehungsweise jetzt die abgerissenen Betonstücke. Größte Ausdehnung im Mai 1945. Dieser Stollen wurde in etwa in 15 Monaten hier geschaffen. Wenn man sich vorstellt, 8 Kilometer Stollen werden in nicht einmal 15, 16 Monaten geschaffen, geht es nur, indem Menschen enorm ausgebeutet werden in dieser Arbeit. Indem man auf Menschenleben einfach keine Rücksicht nimmt, das in Kauf nimmt, dass Menschen hier oder auch bekräftigt, dass Menschen hier sterben bei dieser Arbeit. Es wird geschätzt, dass in etwa aufgrund dieser Arbeit oder bei dieser Arbeit 8000 KZ-Häftlinge aus dem Lager Gusen 2 ermordet wurden bei dieser Arbeit. Wer war ein französischer KZ-Häftling, der von der Gestapo verhaftet wurde aufgrund einer Karikatur? Er war Zeichner für eine Zeitschrift, die hat geheißen Rieke Drack, und hat das gezeichnet. Ich zeige es Ihnen nicht, gehe einfach mal ein bisschen durch. Das ist die Karikatur, die er erstellt hat und für die er dann auch verhaftet wurde, in mehrere Konzentrationslager deportiert wurde, unter anderem eben nach Gusen, Gusen 2, dieser Lagerteil, der errichtet wurde, die KZ-Häftlinge untergebracht waren, die hier produzieren mussten. Gibt es eine Idee, was hat die Gestapo überhaupt gesehen? Warum ist er verhaftet worden? Das muss ich über Hitler lustig machen, oder? Genau. Das ist die Idee. Hitler eventuell ein bisschen als Affen. Ja, okay. Diese Person hier vorne im Anzug soll Adolf Hitler darstellen. Das hat zumindest die Polizei so gesehen. Adolf Hitler, der hier in einer Hand in so einer Zuckerdose soll sein, steckt und auf einem vollgedeckten Tisch, der so misslich in einer Lage ist und nicht mehr rauskommt. Man macht sich lustig über Adolf Hitler. Für diese Karikatur ist beinahe Gebär verhaftet worden, das Konzentrationslager deputiert worden und hat dann hier als KZ-Häftling arbeiten müssen. Er hat dies überlebt, also hat die Befreiung erlebt am 5. Mai 1945 und hat noch im selben Jahr begonnen zu zeichnen und seine Erinnerungen aufzuschreiben. Ein sehr wertvolles Dokument für uns, weil er zeigt, wie diese Arbeitsbedingungen hier waren, was hier gemacht wurde. Das ist jetzt wieder eine Zeichnung von Aldi Beers aus der direkten Nachkriegszeit. Ich gebe sie Ihnen wieder. Wir schauen uns da an, wie hier gearbeitet wurde, unter welchen Bedingungen auch. Bitte wieder eins nehmen und dann wollen wir den Pack weitergeben. Nachdem er befreit
aus den Konzentrationslagern und man sieht, wie hier diese Stollenanlage geschaffen wurde. Ganz vorne stehen Männer in dieser gestreiften Häftlingskleidung, KZ-Häftlinge an pneumatischen Hämmern. Es wurde der Quarzsand rausgebrochen aus diesem Berg. In Überlieferungen wird immer wieder geschildert, es ist wie ein Fluss an Sand, der dann hineinströmt in diese Stollenanlage. Dahinter gibt es ein Schaufelkommando, die den ganzen Tag Sand in Loren schaufeln. Loren sind diese Metallbehältnisse. Das Lorenkommando bringt dann auf Gleisen diese Loren nach draußen, kippt diesen Sand ab, läuft wieder hinein und das Ganze wird den ganzen Tag gemacht. Produziert worden ist in mehreren Schichten gearbeitet worden, 12 Stunden am Tag. Wenn man sich vorstellt, diese Arbeit 12 Stunden am Tag unter enormer Hitze, man sieht das auch, die haben gar kein Oberteil an, es muss enorm stickig und heiß in dieser Stollenanlage gewesen sein. Große Maschinen, viel Arbeit, ganz, ganz widrig. Und diese KZ-Häftlinge sind meist körperlich viel, viel, viel zu unterernährt, haben Krankheiten und so weiter. Das heißt, diese Arbeit hat man einfach nicht lange überlebt. Auf dieser Zeichnung sieht man auch mehrere Häftlingsgruppen. Fällt Ihnen was auf bei dieser Zeichnung? Ein Kapo, oder? Genau, ein Kapo. Ein Funktionshäftling, der aufzieht, der hat so ein Stecken in der Hand, ein Ochsenzimmer vielleicht, und auf einen anderen hinhaut oder das andeutet. Die SS hatte natürlich das System der Funktionshäftlinge etabliert, die andere bewachen mussten, sie zur Arbeit ansporten, auch geschlagen haben. Andere haben sich gegenseitig geholfen. Funktionshäftlinge haben bessere Nahrung oft gekriegt, haben besseren Platz gehabt, auch in der Baracke, um dort zu schlafen, bessere Kleidung. Warum hat die SS das gemacht, Funktionshäftlinge zu etablieren, dieses System? Ja, man hat sich natürlich auch in dieser Häftlingsgemeinschaft gegenseitig ausgespielt. Das heißt, Widerstand und so weiter ist viel weniger möglich gewesen, wenn man immer gewusst hat, eine Person kann uns leichter verraten, trägt diesen Widerstand unter anderem nicht mit. Teile und herrsche. Mhm. Hier vorne sehen Sie noch einen Mann, sehen Sie den? Der ist so heller gekleidet und hat einen anderen Hut auf. Und das ist ein ziviler Angestellter. Man muss sich vorstellen, so eine riesen Stollenanlage in nicht einmal 15 Monaten zu schaffen, man braucht Experten in diesem Feld. Und man hat zurückgegriffen auf Männer, die beispielsweise im Bergbauwesen schon vorher tätig waren, die beispielsweise im Salzkammergut, in Bergwerken gearbeitet haben, und die hat man hier als zivile Angestellte reingebracht. Die waren nicht im KZ untergebracht natürlich, für die gab es auch Baracken, zum Teil auch auf Bauernhöfen Unterkünfte in der Region. Von Überlebenden, Karl Littner zum Beispiel, ein Pole, der verhaftet wurde und überlebt hat, gibt es die Überlieferung, dass zivile Angestellte auch manchmal enorm brutal waren, die Brutalität auch aufgelebt haben, andere ihnen geholfen haben. Er hat immer wieder erzählt, er war recht gut im Schweißen und hat drinnen schweißen müssen in der Stollenanlage und hat gesagt, andere KZ-Häftlinge konnten das überhaupt nicht. Das heißt, die haben irgendwie geschweißt und diese Werkstücke waren eigentlich nichts wert für die Nazis. Der zivile Angestellte hat das erkannt und hat immer seine guten Werkstücke gemischt mit dem von einem anderen KZ-Häftling, sodass seine auch nur die Hälfte gut waren, die Hälfte nicht gut waren. Mit der Begründung, dass der andere auch bessere Überlebenschancen hat, wenn die Hälfte gute Werkstücke sind und nicht einfach alle nicht verwendet werden können für die Rüstungsproduktion. Also auch das hat es gegeben. Diese Stollenanlage schaut jetzt nicht so aus wie da natürlich. Nachher ist das verscheut worden, hat schon mehr irgendwas gescheut, Verschallungstechnik kennt man ein bisschen. Die Stollenanlage ist auch drunter nicht genauso rund. Was man getan hat nach diesem Aussuch, um das rauszuschaufeln, war, dass man so Pölzer angebracht hat in einer Konstruktion und danach Beton in Schläuchen hereingepumpt wurde in die Stollenanlage. Das Holz hat man nachher entfernt und ein bisschen sieht das eigentlich eh noch an der Wand, dass hier Blätter davor waren. Wenn der Beton trocken war, hat man die abgenommen. An der Decke werden überall so Abstandshalter gewesen, die sind aber aus Holz und sind schon längst verfault und die haben wir alle rausgegeben, wenn man Angst gehabt hat, die würden uns jetzt auf den Kopf fallen. Das Zitat, das Sie bekommen haben, stammt von einer jungen Frau. Die junge Frau aus St. Georgen hat direkt neben dieser Baustelle Bergkristall gelebt. Sie sagt später über diese Zeit, die sie erlebt hat.
Das Entsetzen, wissen Sie, das Entsetzen, das wir am Anfang verspürt haben, dass ein Mensch so mit einem anderen umgehen kann, das hat sich dann irgendwie gelegt. Ja, so ist es eben, nicht wahr? Und ich habe es ja auch an mir selbst gesehen, dass wir dann eigentlich relativ cool geworden sind, wie man heute so schön sagt. Deportierte, die schildern, es gibt ein Leben außerhalb der Lager, das sie sehen Kinder, sie fahren mit dem Zug vorbei, sie sehen, dass ihr Leben herrscht außerhalb der Lager. Ich finde gerade auch dieses Zitat der Frau aus dem Umfeld zeigt, die Lager waren nicht unsichtbar, die Menschen waren nicht unsichtbar. Ich finde, das ist auch immer ein bisschen Appell an heute. Wo schauen wir als Menschen eigentlich oft weg? Was ist für uns auf einmal irgendwie okay geworden, wo man am Anfang schockiert war? Ich denke mal, Einzelne können einen Unterschied machen, aber vor allem ist das Kollektive, die Gruppe dahinter, auch der KZ-Verband, diejenigen, die aufstehen können für andere, die anderen eine Stimme geben können, die es selbst nicht können. Ich danke Ihnen fürs Interesse. Ich finde es wichtig, dass alle Generationen in diesem Verband gemeinsam heute hier waren. Finde ich besonders super. Danke. Wenn Sie noch zur Gedenkfeier kommen wollen, heute 17 Uhr in Gusen. Andreas Grane bitte spricht. Wissenschaftlicher Leiter vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, Martina Gunkelberger über Frauen im Widerstand. Widerstand ist auch das Thema der Gedenkfeier dieses Jahr. Gut, jetzt dürfen Sie gehen.